Sega. Ja, Freunde, willkommen zu Sonic Drift. Ein Spiel, was nur in Japan erschienen ist, 1994. Und vielleicht war es der erste Fun Racer, der überhaupt für eine portable Konsole erschienen ist, weil das kam natürlich auch fürs Sega Game Gear raus. Was quasi der Konkurrent des Game Boys war. Ich sag's gerne immer wieder. Und ich habe das Spiel noch nie gespielt und deswegen freue ich mich umso mehr drauf. Zocken das jetzt gemeinsam und mal gucken, wie dieses Spiel überhaupt ist. Ist ja wahrscheinlich nicht so lang. Gönnen wir uns einfach mal. So. Was kann man denn hier machen? Versus. Ah, das kommt wahrscheinlich auch mit einer Art Linkkabel oder so zusammenspielen. Kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht. Wir hatten nie ein Game Gear, ich hatte nur ein Game Boy. Wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich lieber ein Game Gear gehabt, weil das war schöne Farbe. Klar, kam es manchmal zu technischen Schwierigkeiten mit Lags oder mit zu kleinen Bildschirmausschnitten. Aber kommt, das ist doch cooler. Weil es ist eklige Schwarz-Weiß des Game Boys. So, was können wir hier bei Optionen einstellen? Man muss alles mit der Kreistaste betätigen. Das war mir von vornherein klar, weil die Japaner eben halt alles mit der Kreistaste betätigen. Wer schon mal ein japanisches Spiel gespielt hat, weiß das. Wieso gibt's nicht easy? Jetzt muss ich normal spielen, Sound. Achso, ich meine Sound abspielen, ja gut. Schön. Ich würde sagen, wir legen los mit der Chaos Grand Prix. Ah ja. Dann hat das Let's Play wahrscheinlich drei Parts. Gucken wir mal. Na vorne, ich denke, wir fangen mit Sonic an. Ich würde gerne Dr. Eggman spielen, aber ja. Bin mal so Mainstream. Komm, für den ersten Grand Prix spielen wir mit Sonic. Und ich beschleunige mit der Kreistaste. Ja, natürlich. Ist ja ein japanisches Spiel. Macht alles mit der Kreistaste. Pff, die Steuerung. Hilfe. Ja, ich habe es noch nie gespielt, Freunde. Was verlangen die denn hier? Ja, und Verwundbarkeit. Ey, ist das ein Remix von Sonic CD? Scheint so, ne? Ach komm, ich wollte die alte da überholen, aber. Junge, dann gehst ein bisschen nach rechts. Bist schon neben der Palme, ey. Jetzt hab ich's. Komm, Tails. Yo, easy. Eggie, können wir die auch noch überholen? Ja, können wir. Nice, gut. Haben wir jetzt eingefahren? Scheint so. Hier geht's ganz lang geradeaus. Sehr einfach auf jeden Fall. Nicht sehr schwer. Haben wir quasi wiederum Verwundbarkeit. Jo. Ich glaube, die rote Sprungfeder ist wie so ein Pilz. Das sind natürlich die Items. Und Verwundbarkeit gibt's. Die rote Sprungfeder, die einen Tempo-Boost geben kann, wie ein Pilz in Mario Kart. Und eben als. Ja, diese gelbe Sprungfeder, die einen weiter nach vorne befördert. Ohne dass man was machen muss. Ähnlich wie eine Kugel, WD. Nur nicht ganz so gut, logischerweise. Ja, damit führen wir. Schön. Marmelzone! Schön. So unten aus Sonic 1. Gucken wir mal. Boah, die Kurve. Ja, aber sicher doch. Kurve hat es ja mal in sich gehabt. Boah, was sind das für Kurven? Nur einen nach dem nächsten. Marblezone ist richtig schwer. Ich finde hier auch in Sonic 1 nicht einfach. Marblezone. Und auch hier die Strecke hat es auch in sich. Weiß ich. Marblezone immer als zweites. Ich weiß nicht, was Sonic Team sich dabei gedacht hat. Ja, fuck. Sonic Drift und man darf nicht driften, weil Drift zu krass sind in dem Spiel. Ja, wir führen noch. Weil Eggie ziemlich heftig auf den Fersen ist, muss ich sagen. Dr. Robotnik. Im alten Spiel heißt er eigentlich Dr. Robotnik. Wobei, im Japanischen hieß er schon immer Dr. Eggman. Das heißt, ich sollte ihn Dr. Eggman nennen, weil es ein japanisches Spiel ist. Ah, oh, fuck, jetzt laber ich zu viel und mache nur Scheiße. Aber es reicht für den Sieg. Ja, wir spielen auf normal, aber trotzdem, ich denke schon, dass es reicht. Hui. Marvel so hart. Sonst mache ich zwei Strecke, ich bitte euch. Da noch alles kommen mag, will ich gar nicht wissen, ne. Spring Yard Zone. Jo. Schön. Also gehen wir jetzt Sonic 1 durch. Ja. Die Strecke gefällt mir. Hat was. Ich mag die Kurven hier. Das war jetzt schon die erste Runde. Die geht aber schnell, die Strecke. Ist ja sehr schnell. Na, aber wir haben so einen guten Vorsprung. Bin gut gefahren, scheinbar.
Ja. Die Strecke, das ist meine Lieblingsstrecke bis jetzt. Ah, fuck. Ich hasse die Strecke, Spaß. Ein Fehler. Ah, fuck. Ich soll vom Gas gehen. Aber wer bremst, hat schon verloren, Mann. You are too slow. Wir dürfen nicht vom Gas gehen. Wir haben's, oder? Was? Jo. Sweet Victory. Das bin ja jetzt bis jetzt mal einfach Favoritenstrecke. Aber wir haben erst 3 Strecken gesehen. Ich weiß auch nicht, wie lang die Grand Prix sind. In Mario Kart gibt es immer nur 4 Strecken. Schauen wir mal. Kaching! Labyrinth Zone. Die gefürchtete Zone von Sonic 1. Mal gucken, wie hier Sonic Drift ebenso schwierig ist. Boah, eine Steilkurve, die sich gewaschen hat. Oh, da muss man vom Gas gehen, das merke ich schon. Boah, ist das schwer. Jo, Labyrinth Zone ist hart. Ja, hat er mich schon. Oh, hier bin ich froh, wenn ich einen dritten Platz mache oder so. Holy shit. Ja, hier werde ich wohl den letzten Platz machen. Diese Strecke ist ja mal... Ja, diese Strecke ist nicht mehr normal. Ne. Ne. Die geht ja mal gar nicht klar. Boah, Labyrinth Zone, ey. Ein Trauma. Nicht nur in Sonic 1, sondern auch hier in Sonic Drift. Holy shit. Wie soll man das denn machen? Das ist ja viel zu krass. Boah, ist das scheiße. Labyrinth Zone, ey. Guck mal, wie schnell diese Kurven kommen und wie krass steil die sind. Ganz vergessen. Diese scharfen Kurven, ey. Das sieht oben gar nicht so schwer aus, aber war unfassbar hart. Damn. Ja, jetzt hat er natürlich gewonnen. Starlight Zone. Jo, die sieht besser aus. Highspeed-Strecke, wa? Gucken wir mal. Ah, stoßen wir schon zusammen hier. Und an Tails kam ich jetzt nicht vorbei. Hab an Speed verloren, sodass mich Amy auch wieder geholt. Ja, wie bescheuert, Mann. Das Überholen in dem Spiel ist sehr schwer. Und glücksabhängig, wenn ich frag. Die Items sind nicht so ausschlaggebend für den Sieg wie Mario Kart, merke ich gerade. Ihr müsst schon skillen. Wenn die erstmal Vorsprung haben, dann haben sie den auch. Hätten die keine Gnade mehr. Du musst halt Japaner-Skills haben, um hier zu gewinnen. Oh komm, was soll denn der Scheiß? Wenn ich jetzt nicht vorbeilassen, was kann ich dafür? Die Strecke ist gut, die fahre ich auch ziemlich gut. Ich mache ja eigentlich keine Fehler, oder? Aber Amy hier schon wieder rumstresst, was soll ich denn machen, Mensch? Letzte Runde schon. Kann ich die Tails wenigstens noch überholen? Er ließ mich ja eben auch nicht da vorbei. Ja, schon wieder lässt er mich nicht vorbei. Ja, was soll denn das? Ist doch bescheuert. Wenn man die ganze Erste ist, hat man natürlich keine Bastarde vor sich. Kann man das besser schaffen? Aber so natürlich nicht. Ja. Da habe ich halt einen dritten. Shit. Strecke war gut. Habe ich auch gut gemacht. Aber was bringt es, wenn ich nicht überholen kann, ne? Bei den ganzen Kurven. Die Kurven waren aber fair, nicht wie bei Labyrinth Zone. Scrap Rain! Ja, dann gewinnt der Eggman. Aber sehr egal. Ja, nur um Spaß hier. Und den habe ich. Außer in Labyrinth Zone, da hatte ich wirklich keinen Spaß. Das war scheiße. Das war mir zu schwer. Und das hier sieht auch sehr schwer aus. Ist klar, dann ist ja auch Scrap Rain Zone, die allerletzte Zone aus Sonic 1. Und die Heimatstrecke von Eggman wäre eigentlich eine Schande, wenn er hier verliert. Ne? Man, hier muss er sich auskennen. Genauso wie Bowser mit Bowser's Schloss. Er kennt sich da auch aus. Okay. Aktuell sieht es aber gut aus für uns. Wir sind... Naja, nevermind. Ich habe nichts gesagt. Vergesst es. Nur wenn ich sage, es sieht gut aus, dann mache ich nur Scheiße. Boah, es ist so eine richtige Highspeed-Strecke, verdammt. Und zum Factuation. Noch erster, nice. Da konnte ich nicht mehr kommentieren. Ich muss mich so konzentrieren, ey. Ich wollte das gewinnen.
Tja, Eggy, hast verloren in deiner Heimstrecke. Hast zwar den Sieg mit einem Punkt gekriegt, aber du hast verloren in deiner Heimatstrecke. Weißt du, das wäre mir egal, weißt du. Da würde ich mich vor Schande begraben, ey. Ganz im Ernst, Eggy. Ich weiß auch nicht. Apropos Eggy! Dello Grand Prix? Ja, machen wir mal, ne? Und jetzt nehme ich Eggy. Soll nochmal gewinnen. Naja, als ob ich jetzt hier den ersten Mal. In der Gesamtwertung glaube ich zumindest nicht. Wieder Green Hill. Achso. Dann gibt es 3 verschiedene Strecken pro Zone. Alles klar. Macht Sinn. Macht Sinn. Boah, was sind das für Kurven? Okay. Definitiv schwieriger als die erste Green Hill Zone-Strecke. Ah, gucken wir mal. Sieht so einfach aus, ne? Aber die Kurven, die sind so scharf. Aber, naja, zweite sind wir schon mal. Und erster? Nein, natürlich nicht. Ich wollte überholen, dann konnte ich nicht rechtzeitig driften und jetzt bin ich letzter. Alles, was ich bekomme. Und gar nichts. Eggman kriegt, was er verdient hat. Warum racen die überhaupt dumme Wette? Gibt es da eine Erklärung für? Will Eggman jetzt so die Weltherrschaft kriegen? Wäre auf jeden Fall ziemlich lächerlich. Jetzt haben wir auf jeden Fall den ersten. Schön. Schön. Er läuft! Hammer's! Ja, es ging. Muss mich nur an die Kurven gewöhnen und irgendwie eine Möglichkeit für ihn zu bauen. Läuft. Bin ich sehr mit zufrieden. Nächste Strecke, Marble Zone. Also komplett an Sonic 1 angelehnt. Alle Zonen sind dabei. Außer natürlich die Special Stages. Oh, komm, Tails. Und hier, die es am wenigsten erwartet, sind zu unfaire Mittelkämpfe. Ja, schön. Ja, toll. Der Bumper hat irgendwie gar nichts über. Boah, was? Da war gar kein Warnschild für die Kurve. Ach komm, ey. Das ist so schwer zu überholen. Ich will wieder hier die Unverwundbarkeit einsammeln. Kann ich easy überholen. Ohne Probleme. Ja, natürlich ist da so eine beschissene Säule. Letzte Runde, letzter Try. Komm schon. Ja. Dr. Eggman reist in die Zeit zurück und macht das erste Rennen nochmal. Und dann sehen wir uns wieder an dieser Stelle. So, auf ein neues, ey. Das ging ja gar nicht klar. Aber wenn es richtig katastrophal ist, würde ich eine zweite Chance. Also, das war ja wohl der größte Betrug aller Zeiten eben. Die Strecke ist aber wirklich hart. Ah, da war ja eine Unverwundbarkeit. Okay. Vielleicht kriegen wir die in der zweiten Runde. Da haben wir schon Tailsy Boy. Ah, den kriege ich aber nicht überholt. Verdammt. Hier fehlen teilweise die Warnschilder. Ja, die Unverwundbarkeit zu kriegen ist auch eine Kunst. Ganz im Ernst. Aber aktuell kann ich gerade mit der Leistung leben, auch wenn ich wieder die Unverwundbarkeit liegen lassen habe. Es geht. Ja, das war's schon. Diese 3 Runden kamen mir gar nicht so lange zuvor. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Mit Spring Yard? Ja. Spring Yard Zone. Alles klar. Und go. Ja, ich weiß nicht, ob es einen Power Start hier gibt. Ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Zudem nicht so. Oh Gott, die Kurve. Ja, ja, das wird sowas von 3. Platz. Oder ein 4. Platz. Sogar. Das denn? Ja gut, und von Unfallgeil nehme ich natürlich gerne. Cool, und so assi sind. Und vor allen Dingen kann man mit der Unverwundbarkeit die Gegner besser überholen. Ja, da wäre ich jetzt voll reingerast wieder. Die gleiche Säule wie eben auch. Ah, da hätte ich wieder die Unverwundbarkeit kriegen können. Ey, was war das denn? Ich habe den auch nur berührt. Wieso fliege ich dann weg? Weil ich keine Ringe mehr hatte? Komm schon. Doch, danke. Ja, komm, ey. Kein Warnschilder, sonst sind da mal so Kurvenschilder. Wie hier auch zum Beispiel. Das ist
ist doppelt gut. Ja, vergess es. Letzter Platz. Naja. Dafür haben wir die ersten zwei jetzt als erste beendet. Die ersten zwei Strecken. Ja, das ist definitiv der letzte Platz. Naja, die Strecke fiel mir nicht. Da haben sie ein paar Warnschilder vergessen und da unten die Kurve. Mhm. Viel zu scharf. Jetzt kommt aber Winzo und kann nur schlimmer werden, ne? Mhm. Kann nur schlimmer werden. Und wir müssen jetzt erster werden, um wieder die Führung zu gewinnen. Ja. Die Strecke sieht aber ganz in Ordnung aus. Joa. Mit Leben. Mhm. Unverwundbarkeit, schön. Sieht leichter als die erste Labyrinth-Zone-Strecke. Sieht echt so aus, ne? Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall ist sie leichter. Hä? Die Japaner, ey. Verstehe einer, wer will. Aber versteht keiner diese Japaner. Hä? Was? Das ist ja eine der leichtesten Strecken überhaupt. Guckt euch das an. Mega easy. Verstehe nicht ganz, aber okay. Wir überrunden Amy ja schon fast. Ja, also macht's nach, ne? Das war wohl eine richtig gute Leistung. Jo, jetzt sind wir 1:1 mit Sonic wieder. Gleiche Punktzahl. Läuft. Tilling. Starlight. Vorletzte Strecke dieses Cups. Na, gucken wir mal. Ich mag's nicht, ich letzter bin und die alle vor mir sind, weil ich kann nicht überholen in dem Spiel. Das kann ich wirklich gar nicht. Wenn es da irgendeinen Kniff gibt. Ja. Ich tue mich wirklich sehr schwer im Überholen. Bumper bringt auch einen Scheiß irgendwie, wenn er angebracht ist. Der gelbe. Unverwundbarkeit, die wird mir wieder was bringen. Ziemlich gut in dem Spiel. Es war nicht so overpowered wie der Stern, Mario Kart. Aber du kannst ja eben halt diese Hindernisse ignorieren und die Gegner besser überholen, was für mich halt sehr wichtig ist. Ja, ich komme nicht dran vorbei. Jetzt scheitert es daran. Das gibt's doch nicht. Ja, und Unverwundbarkeit wieder mitgenommen, ja. Ah, dann wird es wieder nichts mit dem Grand Prix. Dann will ich Zweiter werden wieder. Wie beim ersten Cup. Komm. Schade. Oh. Noch Dritter? Wo hast du das denn noch hingekriegt? We take those. Not so for Tails. Oh, locker. Square Brain. Guck mich so. Das sieht hart aus. Red Brain sieht diesmal richtig hart aus. Die haben so einen heftigen Tempo-Boost am Anfang. Bis halt am Anfang Vierter, wenn du so willst. Bei Red Brain finde ich es aber sozial, dass sie immer Schilder aufgestellt haben. Ja. Aber das war ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Die Kurve. Die Strecke ist hart. Ja, die ist richtig heftig. Jesus. Das war die erste Runde. Oh Gott. Wie eine Fahrt zur Hölle, ey, diese Strecke. Damn. Ich steuere jetzt nicht so einfach, Freunde. Wie ihr meint. Ich steuere sehr schwer an dem Spiel. Ach, come on. Ja, die Strecke, die ist zu schwer für mich. Und gucken, wie der letzte Cup dann wird. Wird wahrscheinlich dann noch schwerer. Ist klar, ne? Irgendwann ja nicht leichter. Ja, und Unverwundbarkeit. Jetzt kann ich die nächsten Tates noch holen. Meinen Hauptkonkurrenten, weil Sonic,
Gott, den krieg ich sowieso nicht mehr. Oder krieg ich den noch? Na, ja, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Ah, okay. Ist in Ordnung. Jungs, die alten Spiele waren früher ziemlich schwer. Und ich spiele jetzt Blinds. Und die Steuerung ist nicht einfach. Und dafür mache ich immer einen zweiten Platz. Ich bin zufrieden. Ich bin wirklich komplett zufrieden. Und den Rest des Spiels machen wir im nächsten Part. Also gibt es dann nur zwei Parts. Ich habe anfangs gesagt, ich zahle jetzt eine 3, aber das ist ja Bullshit. Das ist ja Bullshit. Dann machen wir das Fazit und den letzten Grand Prix im nächsten Part. Gut, Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.